Wir glauben ganz stark daran, dass auch zukünftig die urbane Innenstadt der Begegnungsort für Menschen sein wird. Mein Name ist Nico Schröder. Ich arbeite seit 19 Jahren für die Aachener Grundvermögen. Wir verwalten das Vermögen und investieren dies in Gewerbeimmobilien. Unser Kernfokus sind Einzelhandelsobjekte in der Fußgängerzone. Die Smart City ist die lebenswerte Stadt von morgen. Dies bedeutet, dass Technologien den Menschen immer da unterstützen, wo er sich gerade aufhält. Zum Beispiel sich zurechtzufinden, sich zu orientieren oder ihm einfach ein sicheres Gefühl geben können. Ein Beispiel sind die Passantenfrequenzmessungen, die wir machen. So hat der Händler das allererste Mal die Möglichkeit, digitale Zahlen zu erhalten, indem er schaut, wie viele Leute laufen vor der Straße und wie viele Leute kommen zu mir in den Laden rein. Wir wollen auch natürlich dem normalen Konsumenten die Möglichkeit geben, online kostenlos nachzuschauen, wie viele Passanten sich aktuell gerade in der Innenstadt bewegen. Es gibt Menschen, die mögen keine großen Menschenmassen, die können dann entscheiden, ich gehe jetzt in die Stadt, weil ich sehe, aktuell ist weniger los als sonst zu einem Durchschnittstag. Heute darüber zu philosophieren, was wir morgen haben, ist immer etwas schwierig. Und das ist genau die Brücke, die wir zum Unternehmertum suchen, wo wir mit Menschen, die das gleiche Interesse haben, die Stadt smart oder digital zu bekommen, treffen, mit denen austauschen und Ideen entwickeln, was wir heute für morgen tun können. Wir haben uns ganz bewusst für das Munich Urban Co-Lab entschieden, weil wir hier die richtigen Partner für die Smart City gesehen haben. Ein großer Vorteil, München als Smart City zu betrachten, ist sicherlich die wirtschaftliche Kraft der Stadt. Hier hat München viel bessere Voraussetzungen, als wir dies bei anderen Städten feststellen. Also die Verbindung für uns als Kölner Unternehmen, uns für einen Standort wie München zu entscheiden, ist, dass wir an große Metropolen in Europa glauben. Und insbesondere München und Köln haben natürlich eine Strahlkraft weit über ihre Landesgrenzen hinaus.